Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute bin ich mal wieder im nächtlichen Fitnessstudio, wo ich ganz alleine bin, damit ich ein bisschen was drehen kann. Ihr habt eine ganze Menge Fragen gestellt, diesmal auf Instagram und gerne können wir das auch weiterhin so machen. Natürlich möchte ich, dass ihr weiterhin meine Videos mit Fragen befeuert. Drum nehmt dies zum Anlass und tut das. Das hier ist ein YouTube-Video, wird euch also lange erhalten bleiben. Es wird auch wieder schön kategorisiert sein. Ihr seht hier unten in dem Balken, da seht ihr die Überschriften zu den Fragen und Antworten. Und das hier ist mehr oder weniger so ein Q&A. Ich beantworte eure Instagram-Fragen, die ihr heute gestellt habt und die ihr jetzt gerade stellt. Das ist eine Besonderheit. Das heißt, in den nächsten 15 Minuten rattern noch welche live rein und die werde ich auch mit aufnehmen. Wie viele Teile das Video haben wird? Keine Ahnung. Ich sorge immer dafür, dass es so zwischen 10 und 15 Minuten lang wird. Vielleicht werden ja auch mehrere Teile daraus. Trotzdem versuche ich jetzt alles in kurzer Form zu beantworten. Für die lange Form wäre dann ein extra Video da und ihr habt auch nach extra Videos gefragt. Und das werde ich natürlich dann auch berücksichtigen, denn viele von euren vorgeschlagenen Themen sind es wert, ein extra Video zu machen. So, lange gequatscht und jetzt geht es los. Grundsätzlich, hier gibt es die Frage, welche Supplements sinnvoll sind. Von Sepp, Stan, was auch immer. Ich habe schon ein paar Videos gemacht, die verlinke ich mal hier oben. Die sind noch auf dem alten Kanal, aber die kann ich auch gerne mal hier re-uploaden. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und da ist so einiges zu den sinnvollen Supplements drin. Grundsätzliche Basis sollte immer sein, denke ich mal, Proteine und auch so etwas wie Kreatin und mittlerweile, ja, ganz modern, ein Pre-Workout-Shake. Heißt nicht, ihr sollt euch zuboostern mit Stimulantien ohne Ende, Koffein und so. Braucht nicht jeder. Wenn ihr wach genug seid, Fokus genug habt, dann ist es okay. Aber da sind doch so ein paar andere Sachen drin oder sollten zumindest drin sein, die euch richtig gut aufs Training vorbereiten, den Pump verbessern, eure Muskelernährung währenddessen sicherstellen und verbessern und selbst ein paar Kohlenhydrate können nicht schaden bei dem einen oder anderen. Aber Supplements sind wie gute Zutaten. Man muss sie auch für sich individuell sortieren und nutzen. Das heißt, nicht jeder von euch für die Fettverbrennung oder für komplett andere Ziele braucht die gleichen Supplements. Insofern schaut euch gerne das Video an und dann auch gerne nochmal ein paar extra Videos dazu. Rücken, Beine geht auf ZNS. Wodurch merke ich das? Was macht das mit dem Körper? Das zentrale Nervensystem ist mehr oder weniger das, das merkt ihr am ehesten merken, wenn ihr völlig erschöpft seid, und zwar eine Tiefenerschöpfung. Ihr seid punktuell sehr schnell erschöpft im Sinne von außer Atem. Wenn ihr zum Beispiel jetzt sofort anfangt zu sprinten, dann kommt ihr innerhalb von manchen Sekunden, vielleicht bis zu einer Minute, schnell außer Atem. Das ist noch keine Tiefenerschöpfung, denn 10 Minuten später seid ihr wieder erholt. Dann ist alles gut. Das Gleiche gilt, wenn ihr jetzt einmal ganz kurz 2, 3 Wiederholungen, maximal Wiederholungen macht für den Bizeps oder so. Auch dann seid ihr nicht besonders tiefenerschöpft. Aber wenn ihr mal einen ganzen Arbeitstag hinter euch habt, einen Umzug oder so etwas, komplett geholfen habt und abends zittert ihr noch, fühlt euch erschöpft, matt, K.O., dann wisst ihr meistens grob, das ist das zentrale Nervensystem. Zittern ist ein Merkmal dafür. Schwindelgefühle können ein Merkmal dafür sein. Alles in Kombination, nur für sich genommen, heißt das nicht, oh, mein ZNS ist im Arsch. Sondern im Prinzip sind das alles nur Indizien dafür, dass das passieren kann. Wer vor kurzem das Video gesehen hat mit dem Personal Training, was ich gemacht habe mit dem Jonathan, der hatte nämlich genau das Problem. Sein ZNS war wirklich, hat irgendwann blockiert. Das heißt, sein Körper war so weich geklopft, dass er einfach kaum noch weitermachen kann. Bei schweren Trainingseinheiten merkt ihr das. Beine, Rücken wurde gerade erwähnt. Insofern, ja, wenn ihr da viel macht und ihr werdet allmählich erschöpfter, schwächer, der Muskel kann vielleicht noch greifen, allerdings habt ihr nicht mehr den Fokus, ihr verliert ihn langsam. Und wie gesagt, ein paar Symptome wie Zittern und ja, auch ein Energieverlust, der plötzlich reinkommt, vielleicht die ersten Müdigkeitserscheinungen oder sowas, das zeigt das. Und wenn das dann vor allem stundenlang anhält, denn sonst kennt ihr das, zwischen den einzelnen Sätzen erholt ihr euch wieder, dann könnt ihr weitermachen. Aber das geht nicht unendlich weiter. Und das ist meistens so die Grenze, wo euer Körper grundsätzlich zu viel Energie verloren hat und wo das ZNS geschädigt ist. Ansonsten kriegt man dafür ein Gefühl, wenn man länger trainiert und vor allem Leistungssportler ist. 2x täglich trainieren, dafür nur an 3 bis 4 Tagen in der Woche. Hat Nicolo 3010 gefragt. Habe ich zwar auch schon was zu geschrieben, aber ist das nicht ein Schreibfehler? Also grundsätzlich nur mal dazu, 2x am Tag trainieren wir schon mal gar nicht. Also macht jetzt auch nicht unbedingt so viel Sinn. Natürlich kann man sagen, wenn ich zu Hause trainiere, wieso sollte ich nicht morgens mal eine Bizeps-Einheit machen und abends wieder eine Trizeps-Einheit? Geht alles. Ich persönlich bin ein Perfektionist, das heißt, ich nehme
Vor allem, wenn ihr schon mäßig fortgeschritten seid, dann nehmt ihr eure Pre-Workout-Shakes. Dann guckt ihr das drumherum, vorher und nachher. Alles stimmt mit der Ernährung. Das zweimal am Tag zu machen, ist schon fast eine Verschwendung. Wollt ihr zweimal am Tag Pre-Workout-Shakes nehmen und so weiter. Und ihr habt nach der ersten Trainingseinheit, wenn ihr nur den Bizeps trainiert habt, einfach noch so viel Power. Wieso nicht direkt einen Muskel hinterher, dann das Ganze abschließen und den Rest regenerieren? Weil das ist für den Körper ganz wichtig. Ruhephasen. Gerade so Heavyweight-Bodybuilder wie Kevin, mit dem ich ja jetzt ein paar Videos gemacht habe. Wenn der zweimal am Tag trainieren würde, würde das heißen, dass er sich 3 bis 4 Stunden Recovery-Zeit nimmt, wo er einfach nur liegen kann, essen kann, verdauen kann, nicht mehr machen muss. Und das ist im Bodybuilding ganz wichtig. Wir wollen nicht im Bodybuilding, im reinen Bodybuilding, sportlich werden, fit werden, viel machen, sondern wir wollen den Körper formen maximal. Und das heißt auch meistens einhergehend natürlich mit Muskelaufbau. Für wen das wirklich so gilt, der muss gucken, dass er das möglichst effizient gestaltet, das Training. Und das ist eben nicht jeden Tag Ganzkörper oder alle 2 Tage Ganzkörper und das ist nicht unbedingt 6-7 Mal die Woche trainieren und das ist vor allem nicht 2-mal am Tag trainieren. Und erst recht nicht für Leute, die auch ein anderes Level haben. So, dann haben wir noch was zu Sojaprotein von Minze. Grundsätzlich Sojaprotein, eine gute Sache, aber immer in Kombination. Wir dürfen nicht vergessen, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Und das gilt für alle Proteinarten, auch wenn man sagt, Eier sind eine gute Sache, aber nur Eier nicht. Wenn man sagt, Erbsenprotein ist gut, aber nur Erbsenprotein nicht und Whey-Protein, ja, aber nur Whey-Protein nicht unbedingt. Macht die Kombination aus natürlichen Lebensmitteln, verschiedenen Proteinquellen und das gilt auch für Soja. Sojaprotein ist grundsätzlich ein gutes Protein. Allerdings fehlen da auch ein paar Aminosäuren. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, weil ich glaube, es war Myotinin oder so etwas, ich weiß es nicht mehr genau, irgendeine Aminosäure, eine essentielle, war nicht so gut vorhanden da drin. Aber wenn man nicht nur 5-mal am Tag Sojaprotein zu sich nimmt, ist das auch alles in Ordnung. Ihr nehmt dann vielleicht noch, was weiß ich, esst noch Eier, esst ein paar Kartoffeln, habt einen Whey-Shake, habt einen Sojaprotein-Shake oder einen Erbsenprotein-Shake und einen Hanfprotein-Shake und was weiß ich. Und schon ist alles ausgeglichen. Versucht grundsätzlich alles auszugleichen. Dann ist das Einzelne auch immer ein guter Baustein. Ein Livestream wäre mal wieder Zeit. Gut, werde ich gerne mal machen und dem wieder nachkommen. Wie viel Dehn und Mobility gegen die Verkürzung der Bänder und Sehnen? Wieder von Sebastian. Grundsätzlich, wie viel kann man nicht sagen, aber wenn ihr, das ist schon fast so ein je mehr, desto besser. Ihr müsst euch den Stress jetzt nicht 3-mal am Tag antun, aber wenn ihr vom Bürostuhl einmal zwischendurch alle 2 Stunden aufsteht und ein paar Dehnungen macht, ich rede nicht von einem Dehn-Workout, wo ihr euch 20 Minuten auf eine Matte Zeit nehmt und das macht. Ich rede davon, dass ihr zwischendurch mal ein paar Dehnungen macht. Immer wieder einfach mal in die entsprechenden Positionen geht und irgendetwas macht und die Gelenke einfach mal ein bisschen spielen lasst. Das ist immer gut. Stretcht euch, bewegt euch, das ist natürlich, das ist gut. Richtige Dehn-Workouts zu machen, das ist so eine Sache, das reicht vielleicht 3-mal die Woche. Man kann es aber auch bis zu 1-mal am Tag machen und nicht unbedingt schädlich. Gerade im Dehn-Mobility-Bereich rund um eure Hüfte ist das gar nicht mal so schlecht, vor allem wenn ihr viel trainiert. Ist eine Sache, die ich sehr bereue, nicht viel gemacht zu haben und auch immer noch bereue, nicht täglich zu machen. Was hältst du von TUT, Time Under Tension? Grundsätzlich gibt es da nicht viel zu halten. Es ist eine weitere Erkenntnis. Ich würde sogar gar nicht so weit gehen und sagen, das ist eine These. Es ist eine Erkenntnis. Das heißt, die Zeit, Time under Tension, die Zeit unter Spannung, die man hat, während man eine Kontraktion, eine Bewegung, ein Widerstandstraining ausführt. Das heißt, eine Wiederholung. Und solange ich die Wiederholungen hintereinander mache, dann ist der Muskel quasi unter Spannung. Und die grobe These besagt, dass das ein sehr wichtiger Indikator dafür ist, wie gut mein Reiz wird zum Muskelwachstum. Das ist erstmal wenig These, weil klar, wenn ich eine gewisse Time Under Tension habe oder zu weit darunter bin, dann werde ich weniger Reiz setzen, zu weit darüber bin, kann ich einen Überreiz setzen und so weiter. Grundsätzlich also heißt es einfach nur, ganz leicht übersetzt, und nur das nehmen wir uns auch raus, man sollte eine gewisse Dauerspannung halten, um den Muskel zu trainieren. Negativbeispiel wäre jetzt, wenn ich ruckartig ziehe und wieder fallen lasse, ein Gewicht beim Rudern, und das 3-mal hintereinander und so schnell es geht, dann ist da
eine sehr schlechte Time Under Tension und es kann sein, dass wir damit in den meisten Fällen weniger effizient Muskeln aufbauen, als wenn wir es kontrolliert langsam machen, einmal ganz kurz halten und wieder zurück. Wir müssen aber auch nicht so weit gehen, bis ins HIIT-Training rein, dass wir das ganz langsam machen. Das heißt, nur weil wir es extrem steigern, ist es nicht unbedingt hinten raus besser. Also nehmen wir uns da nur mit, wir wissen, eine gewisse Dauerspannung sollte gehalten werden. Auch dass wir nicht in einem Punkt komplett locker lassen und die Spannung rauslassen, ist aber auch möglich, wenn wir schnell wieder die Spannung aufnehmen. Ihr seht, die Time Under Tension, wenn wir zu ernst diese nehmen, kann sie auch fehlerhaft sein. Und es gibt viele Prinzipien, wie Pit-Force-Training oder sowas, die so ein bisschen dagegen angehen, dagegen stimmen. Aber nicht ganz, denn auch dort trainieren wir in einer moderaten Geschwindigkeit und es wird insgesamt eine Netto-Spannungszeit aufgebaut, die sicherlich wichtig ist. Und so viel werden wir schon wahrscheinlich alle intuitiv begriffen haben, dass das okay ist. Muss man aber keine Wissenschaft draus machen. Wann ist für dich ein Muskel gereizt? Tja, wann ist er gereizt? Also grundsätzlich während des Trainings könnt ihr das kaum bestimmen. Wenn euer Muskel nach einer groben Anzahl von Sätzen, sagen wir mal kleine Muskeln zwischen 6 und 12 Sätze und große Muskeln so zwischen 8 und 20 Sätze, wenn die in dieser Zeit dann den Muskel kontinuierlich mit Sätzen und Wiederholungen bombardiert habt und trainiert habt und er wird langsam schwächer, immer schwächer. Also ihr habt keine Satzpausen dazwischen von 10 Minuten und macht auf einmal im zweiten Satz so viel Wiederholung wie im ersten, wenn ihr immer bis zur letzten geht, dann werdet ihr immer kontinuierlich schwächer werden, von Übung zu Übung. Ihr werdet es am zentralen Nervensystem merken und ihr werdet auch irgendwann merken, dass der Muskel immer schneller nachgibt, dass ihr immer weniger Wiederholung schafft. Ich habe das sehr oft beim Bizeps-Training gemerkt, wenn ich den früher äußerst gereizt habe, dass ich zum Schluss wirklich ein paar Wiederholungen gemacht habe und dann fiel er einfach nur nach unten, ich konnte gar nichts mehr machen. Da merkt man natürlich, dass man den Muskel gereizt hat. Ein Reiz setzen heißt aber meistens auch nicht einfach nur Dauer drauf prügeln und ihn völlig erschöpfen. Das kann jeder. Aber ab wann? Wie viel muss ich tun, um einen Muskel zu reizen? Das ist schon ein bisschen schwerer. Wenn ich also merke, und jetzt haben wir ein paar Themen drin, die wir hier schon hatten, ich hatte eine gewisse Time Under Tension. Ich habe ein bisschen was getan. Mein Puls kam in Wallung und mein Muskel musste arbeiten. Und das merke ich, weil er ein bisschen schwächer während des Trainings geworden ist, kontinuierlicherweise. Ich habe Gewichte bewegt und das in einem gewissen Radius, in einer gewissen Geschwindigkeit. Dann, und ich merke, dass ich zumindest auch meinen Körper irgendwann ein bisschen mehr erschöpfe, dann muss ich einfach schauen, was am nächsten Tag und in den nächsten Wochen geschieht. Es gibt Leute, die setzen einen Reiz sehr leicht, die machen ein bisschen was, und dann haben sie den Reiz gesetzt. Und es gibt Leute, die müssen richtig auf den Muskel einprügeln, damit das passiert. Und es gibt Leute, die haben den einen Muskel, wo sie richtig drauf einprügeln müssen und einen anderen, wo sie es kaum müssen und er wächst einfach. Das muss man rausfinden, was für euren Körper die Minimalgrenze ist, um einen Reiz zu setzen und wo vielleicht die Maximalgrenze ist, wo ihr euch einfach nur noch kaputt macht. Das ist sehr schwer. Deswegen gibt es diesen groben Tunnel und den findet ihr auch in meiner Basics-Reihe. Da findet ihr grob so etwas wie Wiederholungen und den groben Korridor. Aber da müsst ihr rausfinden, was für euch ein Reizsetzen ist. Beispiel ist, darum geht es immer wieder auf diesem Kanal, Ganzkörpertraining versus Split-Training. Ich schaffe es kaum in irgendeinem Muskel, so wie viele fortgeschrittene Bodybuilder. Ja, jetzt werden wieder einige an die Decke gehen, aber es ist tatsächlich bei den meisten so. Und ich würde sagen, nicht nur 55%. Nein, ich rede hier von 80-90%. Die setzen einen guten Reiz und überlasten sich nicht, wenn sie einen bis höchstens zwei Muskelgruppen am Tag trainieren. Also sowas wie ein Dreier-Split, Vierer-Split geht noch. Aber ein Ganzkörpertraining, da schaffe ich es schon nicht mehr, einen vernünftigen Reiz in manche Muskelgruppen zu setzen. Beispielsweise den Rücken. Das ist sehr schwer für mich, da wirklich einen reinzusetzen, wenn ich natürlich bei den anderen auch den Anspruch habe, einen Reiz zu setzen. Wie kann ich meinen Quadrizeps richtig aufwärmen, wenn ich zu Hause trainiere? Grundsätzlich kann man den natürlich gut aufwärmen, wenn ihr Kniebeugen macht. Und umso weiter ihr euch vorbeugt, dann kann es sein, dass ihr den etwas weiter benutzt. Macht ruhig richtig viele Kniebeugen. 50 bis 100. Es muss richtig warm werden und ein Pump reinkommen. Dann kriegt ihr das gut hin. Ihr müsst den gar nicht isolieren. Der Quadrizeps ist wahnsinnig gut beteiligt, wenn ihr das macht. Macht das am Anfang mit zwei Beinen. Macht es gerne mit einem Widerstandsband, das ihr da drunter klemmt. Macht es gerne dann irgendwann einbeinig. Aber dann sollte es auch schon eigentlich reichen, sodass ein guter Pump reinkommt. Und ja, wenn ich 100 Kniebeuge gemacht habe, reicht fast nur ein Satz davon. Und das ist ein richtig guter Pump. Dann ist das Ding eigentlich warm. Macht noch ruhig einen zweiten und dritten hinterher, nicht unbedingt mit 100 Wiederholungen. Zwischen 50 und 100 irgendwas und eigentlich sollte das hinhauen. Versucht es mal langsam, gar nicht so schnell und da wird auch was bei rumkommen. Deine Meinung zu jedem Muskel zweimal in der Woche trainieren. Gibt es
von Rawandi, Rawandf 7, gibt es sehr viel schon auf diesem Kanal. Ich verlinke mal hier die ganzen Videos, schau dich da mal um. Es ist eigentlich eins der Hauptthemen des Kanals. Eigentlich sollte ich meinen Kanal mal umbenennen. Und ja, also das waren eure Fragen für heute. Ich hoffe, das hat weitergeholfen. Ansonsten Kommentare, 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 weil davon leben solche Videos. Natürlich auch auf Instagram. Schreibt allen Leuten, die ihr kennt, dass sie mir auf Instagram mal folgen, wenn sie überhaupt Fitness-Tipps haben wollen. Denn umso mehr dabei rumkommt, desto mehr kann ich das auch machen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es sind eine ganze Menge Fragen beantwortet worden. Und ich werde jetzt mal hier ein bisschen was tun und noch ein bisschen was drehen. Macht's gut. Ach so, Daumen hoch natürlich, wenn euch sowas gefallen hat. Kommentare drunter für weitere Videos. Abonnieren nicht vergessen, Glocke und so weiter. Ihr wollt ja auch keinen Livestream verpassen. Also, das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.